Ich bin so verdammt glücklich, dass ich Anja kennengelernt habe. Weißt du, das ist was ganz Besonderes mit ihr. Das stimmt einfach alles. Naja, die Frage ist doch, stimmt das wirklich alles? Sie sieht geil aus, sie ist verdammt nett, sie ist lustig. Wir haben dieselben Interessen. Und der Sex erst. Weißt du, nachdem ich mit ihr hatte, dachte ich mir, was war das davor? Davor, wir haben den Fischbass gehabt, du und ich zwischen die Dünnerfleisch. Wer zur Hölle bist du? Ah, ich hab doch gewusst, du warst sehr betrunken. Ja, okay, das klingt ja alles erstmal nicht schlecht, aber hast du mal überlegt, dass du deine ganze Freiheit aufgibst? Das ist ja das Geniale. Anja lässt mir alle Freiheiten, weißt du? Gestern zum Beispiel habe ich so einen im Dönerladen ordentlich flachgelegt und sie hatte nicht mal was dagegen. Kein Problem. Naja, so fängt das immer an. Weißt du, was sie eigentlich will? Das wird sie dir erst später offenbaren. Erst wird sie dich umgarnen, ja? Dich langsam aussaugen, dich komplett für sich beschlagnahmen und ehe du dich versiehst, BAM! Bist du ihr Eigentum. Wirklich? Na klar, diese Anja saugt dich aus wie eine Stechmücke. Aber ich liebe sie doch. Ach, zeig mal her. Nee. Was? Na ja, da. Wo? Na da. Hä? Der Damenbart. Bitte? Ja, und erst das Doppelkinn. Wo siehst du dein Doppelkinn? Oh, jetzt sehe ich es auch nicht mehr, weil ich nur noch ihre Monobraue anschaue. Als wir noch nicht zusammen waren, fandest du sie... Moment, wie sagtest du? Bezaubernd schön? Ja, das war ja schon ewig her. Vor einer Woche. Sag ich doch. Oh Mann. Wenn ich sie mir so genau ansehe... So hübsch ist sie gar nicht, oder? Aber wieso erzählst du mir das alles? Naja, weil ich dein Freund bin. Und nur das Beste für dich will. Jo, Phil, ich hab mich überwunden. Ich hab Schluss mit dir gemacht. Echt? Ja. Ja, ist ja super. Du, ich muss dir auch was erzählen. Ich hab jetzt eine Freundin. Wie geil ist das denn? Dann haben wir praktisch Rollen getauscht. Wie heißt sie denn? Anja. So ein Zufall. Kenn ich sie? Ja, sicher kennst du sie. Du warst doch mal mit ihr zusammen. Die Anja? Mhm. Mal? Philipp, das war gestern. Das war doch nicht gestern. Natürlich, du Idiot. Gestern nach unserem Gespräch... Penner, du wolltest, dass ich mit dir Schluss mache, dass du an sie rankommst? Ach Quatsch, ihr habt doch so gut zusammengepasst. Du hast gesagt, du findest sie hässlich. Soll ich zu so einer schönen Frau sagen, dass sie hässlich ist? Damit Bart! Ach so, ja das, da war ein Knick im Foto, der hat einen Schatten geworfen. Du bist so ein Vollpfosten. Hey, er hat's nicht so gemeint. Mir doch egal, werd glücklich mit ihr. woher der Sinneswandel? Oh Mann, hast du echt geglaubt, ich mache mit meiner großen Liebe Schluss, nur weil sie einen Damenbart hat? Philipp, die Frau hat einen Penis! Na klar, Tizi, die Frau hat einen... Ah!